Für den früheren Polizisten Robert Lahner war und ist Kleidung ein absolutes Statement. Was du trägst, das bist du auch. Mit der Marke Erdbeer setzt er seit 2013 auf ökologisch nachhaltige Mode. Wir wollten immer ein Symbol schaffen, um auch das, an was man glaubt, nach außen zu tragen. Und so haben wir Erdbeer gegründet, der Bär, der sich für die Erde einsetzt. Und nebenzu finden wir bei uns auch noch Accessoires, Sonnenbrillen aus Holz, Uhren, Trinkflaschen aus Glas, alles was halt so in diese nachhaltige Schiene passt und cool dazu passt, was man so im Alltag benutzen kann. Die Mode wird in Salzburg designt und nach europäischen Standards in Portugal und Griechenland produziert. Somit spart man massiv CO2 ein. Um den restlichen CO2-Anteil auszugleichen, werden Umweltprojekte wie Wasserkraft und Aufforstungen in Südamerika gefördert. Wir haben immer sehr stark versucht, dass man sich vorstellt, wie schaut was aus, wenn es fertig ist. Und dann haben wir uns in sehr jungen Jahren schon so die Gedanken gemacht, wie kann die Entwicklung der Welt weitergehen, wenn es fertig ist. Und wenn es fertig ist und so weiterläuft, sind wir uns sicher alle einig, wird es nicht so positiv enden für unsere Kinder oder auch selbst jetzt für uns. Und deshalb ist es für uns einfach eine Grundvoraussetzung, dass Produkte ein Kreislaufdenken haben müssen, dass es die Ressourcen schont, dass es wiederverwertbar ist, um einfach die Welt positiv zu gestalten und auch in Zukunft diesen einen Planeten, den wir jetzt haben, zu schützen. Und so ist es naheliegend, dass Mode teilweise aus Holz gefertigt wird. Dieser Holzstoff wird direkt um die Ecke in Oberösterreich produziert. Holz hat die Eigenschaft, sehr weich zu sein, wenn man einen Stoff daraus macht. Außerdem hat Holz kühlende Eigenschaften. Das ist jetzt so eine Bluse aus Holz, wie man sieht, gefällt sehr schön und ist auch unglaublich weich, also wenn man es angreift. Und man kann sich echt wirklich schwer vorstellen, dass man aus Holz Kleidung machen kann. Es ist allerdings möglich. Die Marke Erdbeer unterscheidet sich von anderen Öko-Labels darin, dass der Street-Style im Vordergrund steht. Außerdem wird speziell die junge Zielgruppe angesprochen. Erdbeer sieht sich aber auch als World Changer. Weil wir einfach überzeugt sind, dass vor 5 Jahren mancher World Changer sein wollte, heute sind es viele. In 5 Jahren wird es jeder sein, weil es ist am Ende des Tages einfach sehr gut anfühlt, wenn man was gemacht hat, was positiv ist. Vertrieben wird die Marke bereits in 8 Ländern. Außerdem ist man in Sachen nachhaltiger Firmenbekleidung aktiv, für Unternehmen, die ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit auch nach außen tragen wollen.